So, weiter geht's mit Hogwarts Legacy und wir machen heute weiter. Wir versuchen das Relikt zu finden. Warte mal, mir fällt gerade noch etwas ein. Mir nicht. Das Tagebuch erwähnt den Imperius-Fluch. Würde mich nicht wundern, wenn wir ihn hier brauchen würden. Darf ich jetzt lernen? Ist unverzeihlich, ist aber nützlich, wenn man in der Unterzahl ist. Damit bringt man das Ziel komplett unter seine Kontrolle. Also, wenn du Imperio lernen willst, bringe ich ihn bei. Oh ja, bitte. Was bringt er damit sich? Sollte ich nicht erst wissen, was der Fluch für Folgen hat? Du kennst den Explosionszauber? So ähnlich. Allerdings muss bei unverzeihlichen Flüchen die Absicht klar erkennbar sein. Man muss es wirklich wollen. Okay. Wer kennst denn den? Hast du den Imperius-Fluch gelernt? Habe ich mir selbst beigebracht. Sag Ominous nichts davon. Das ist nichts, womit man prahlen kann. Aber er könnte nützlich sein. Ich finde, du solltest ihn lernen. Ja, ich möchte ihn gerne lernen. Könnte noch nützlich werden. Ganz meine Meinung. Ein Zauber, der Leben retten kann, sollte nicht unverzeihlich sein. Es steht viel auf dem Spiel. Du hast eine Fähigkeit, die seit Jahrhunderten niemand gesehen hat. Fokussiere deine Zauberstabbewegungen. Der Zauber ist komplex. Nicht wirklich, oder? So, damit haben wir den vorletzten Zauber gelernt. Der fällt jetzt nur noch der Avada Kedavra. Das klingt nach Ärger. Sei auf der Hut. Wir werden ihn mal einbauen. Und schon Asi mit zwei unverzeihlichen Flüchen eine Spinne platt gemacht. Das war eigentlich der Gedanke, warum ich vorgerannt bin. Oh. Ist auch einer auf dem Deckel und dann war's das. Spinni. Jo. Kann ich hier weitermachen? Oh ja, kann ich. Noch eine Barrikade? So gut wie du dich das letzte Mal geschlagen hast, wird das ein Klacks. Das ist zu nett von dir. Ja. Gut. Da müssen wir aber. Quatsch, aber der Kadaver. Natürlich der Vigadium Leviosa Fluch nehmen. Die sieht anders aus als die zuvor. Okay. Jetzt haben wir es auch noch mit Runen zu tun. Jetzt brauchen wir den erstmal nicht mehr. Wir nehmen jetzt Akio. Okay. Okay. Schön. Das wird jetzt irgendwas machen müssen. Finde die Barrikade. Finde die Barrikade. Ja, krass, wir wissen, da hängt noch irgendwas.
keinen Plan, was ich machen muss. Das hat geklappt. Weiter so. Okay. Jetzt haben wir die Spiel. Hey, ich wollte gerade sagen, wir haben doch jetzt. Revelio. Trincatium Leviosa. Halt hier. Hier ist noch was. Immer. Ne, also mit Sicherheit noch nicht, dass alles ist. So, da ist noch was. Nehmen wir hier mal die Dinger mit und dann könnten wir sie auch tatsächlich schon haben. Das war ja echte Knochenarbeit von dir. Ich bin stolz auf dich. Willst du mir jetzt noch mehr von deinen Knochenwitzen erzählen? Mir wird klar, was Slytherins Schüler an diesem Ort so fasziniert hat. Ich hab's mir fast gedacht, dass wir mehr suchen. So. So, warte mal, ich muss mal einen anderen Flur allerdings machen. Was? Ich bin tot? Oh nein! Ich habe mich nicht geheilt. Ich habe gerade mit heilen müssen. Ich habe dich das nicht gesehen. Ja, nicht schlimm. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Mir fällt mir ja nicht zurückgefallen. So, warte mal, ich muss mal kurz wieder einen neuen Fluch einsetzen.
So, jetzt haben wir sie Gott sei Dank tot. Dachte ich, das hört nie auf. Ja, ich auch nicht. Ich habe nur einen Fehler eben gemein gebaut. Oh, Alter. So, haben wir noch irgendwas, was wir jetzt wissen müssen? Halt. Schau jetzt mal hier uns mal den Weg frei gerade. Ach. Gib noch nicht auf. Die Nachricht des Relikts. Hier? Okay, das ist diese komische. Hab's. Das Relikt. Sieh nur. Ist das möglich? Das hab ich gar nicht gesehen erst. Der Eintrag und die Darstellung des Relikts. Es passt. Hier muss der Schüler das Relikt hinterlassen haben. Unglaublich. Endlich passt es zusammen. Wir haben es gefunden. Hm. Was glaubst du, bedeutet es, mit dem dunklen Opfer das Potenzial des Relikts zu enthüllen? Keine Ahnung. Aber wir sind wegen des Relikts hier. Wir brauchen's. Egal, was im Tagebucheintrag steht. Wir nehmen uns das Relikt. In Ordnung. So soll es sein. Für Anne. Ich nehme es. Bringen wir es nach Feldcroft. Ich muss das Relikt geheim halten. Vor allem vor meinem Onkel. Was ist denn das da jetzt? Ist das Ominous? Ominous. Die Geräusche, die wir hörten, das war's. Ich hatte keine Wahl. Ich musste euch folgen. Sebastian, bitte lass das Relikt in Ruhe. Wir können Ernst sicher auch anders helfen. Es tut mir leid, Ominous, aber ich nehme es. Das machst du nicht. Wenn du es nicht zurücklegst, mache ich es. Hört auf, alle beide. Bitte, Sebastian, jetzt beruhige dich. Ja, dann sammle ich manchmal hier die Sachen ein. Aber Ominous weiß, dass ich vor keinem Kampf zurückschrecke. Ich fasse das nicht. Der Zeuge Ominous. Wie viel hast du mit angehört? Alles. Ich habe gehört, dass du Sebastian ermutigt hast, das Relikt zu nehmen. Sebastian hat an alles gedacht. Er weiß, was er tut. Sebastian lässt die Dinge einfach klingen, auch wenn sie unmöglich sind.
oder gefährlich. Wir müssen ihn aufhalten. Und wenn nichts seine Meinung ändern wird? Es muss etwas geben. Ich brauche deine Hilfe. Sebastian hat recht. Wir brauchen das Relikt. Tut mir leid. Mein Entschluss steht fest. Würdest du dafür deine Freundschaft aufs Spiel setzen? Möglicherweise. Wie soll ich daneben stehen und ihm dabei zusehen? Und wer will doch nur so der Schwester helfen? Dann wärst du für den Ausgang nicht verantwortlich. Was in aller Welt schlägst du vor? Imperio? Genau. Ganz genau. Ich würde die Verantwortung übernehmen. Das könnte eure Freundschaft retten. Ich beherrsche den Zauber. Sebastian hat ihn mir beigebracht. Aber ich tue es nur, wenn du einverstanden bist. Das ist verrückt. Unfassbar, dass du mich so etwas fragst. Sebastian wird weiter versuchen, Anne zu heilen. Wenn du ihn jetzt aufhalten willst, vergibt er dir das nie. Na gut. Das ist alles unglaublich. Aber ich nehme an, wenn du diese Verantwortung übernehmen willst, rettet es vielleicht meine Freundschaft zu Sebastian. Das ist ja, was ich dir über die dunklen Künste erzählt habe. Sie haben ihren Preis. Du könntest deine Entscheidung noch bereuen. Tu, was du nicht lassen kannst. Wirke den Zauber, bevor ich es mir anders überlege. Imperium! Geh zur Seite, Ominous. Rühr dich nicht, bis wir außer Sichtweite sind. Mach ich. Sebastian, hierher. Was hast du gemacht? Imperium. Ansonsten hätte ich mich durchkämpfen müssen. Ominous, es tut mir leid. Sebastian, wir müssen gehen. Incendio. Ich hab's mir fast gedacht, dass wir nochmal kämpfen müssen. Noch ein paar Kämpfe. So. Gut, weiter. Weil das ist der Alternativweg, den wir gegangen sind. Warte mal. Wo müssen wir da lang? Incendio.
da lang. Oder auch nicht, warte mal, ich habe es hier schon wieder mit Dingen einsammeln. Ich wollte ja raus. Da lang oder was? Haben wir falsch gehandelt. Du brauchst das Relikt. Nee, ist richtig. Ich weiß. Aber doch nicht so. Ominous und ich sind uns einig. Es ist etwas anderes, ob man Imperio ohne Wissen des Opfers wirkt. Oder ob man die Erlaubnis dazu hat. Ich verstehe, was du sagst. Wirklich. Aber... Ich habe die volle Verantwortung übernommen. Ich gebe dir mein Wort. Ich habe uns immer umeinander gekümmert. Ich hoffe, er weiß, dass sich das nie ändert. Womit habe ich das verdient? Da lang. Ich glaube, diese Sterben wurde eh alles zurückgesetzt. Also von daher wird ja wahrscheinlich nicht mehr sein. Und wenn, dann ist es jetzt egal. So, dann haben wir's. Mit raus. Wie lang hält der Zauber an? Wie lang muss Ominous in der Gruft bleiben? Der Fluch ist bereits aufgehoben. Er wird den Weg auf der Katakombe. Genau wie wir. Er schafft das schon, Sebastian. Sowieso der Feldkopf zurück. Ergo, müssen wir gerade mal kurz gucken. Da. Ach, natürlich nicht. Jetzt will ich laufen, oder was? Ich wollte dich jetzt irgendwie verhindern, dass ich jetzt laufen muss. Ja, wir dürfen jetzt keinen. Wir können keinen Besen nehmen. Nicht beabsichtigt. Wenn wir nach Feldcroft kommen, sollte er nicht erfahren, was wir für dieses Relikt tun mussten. Sie denkt wie Ominous. Es würde sie nur betrügen. Oh nein, das ist nicht gut. Was ist los? Rauch, da drüben, beim Dorf. Ich würde sagen, wir machen trotzdem in der nächsten Folge weiter. Bis dahin, auf Wiedersehen bei Hogwarts Legacy.